Hallo ihr Lieben, heute soll es noch meinen Lesemonat für den Mai geben. Ich habe im Mai insgesamt 8 Bücher gelesen und ein Buch habe ich abgebrochen. Und ja, wenn ihr wissen wollt, was das für ein Buch ist, dann bleibt auf jeden Fall dran. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Ich hatte es in meinem Video von Victorian Rebels und Die letzte erste Nacht schon erwähnt. Wundert euch nicht, dass ich hier so rote Schultern habe. Ich habe den Sonnenbrand des Todes auf meinem Rücken. Ich kann euch ja mal so kurz zeigen, wie das aussieht. In etwa so. Also ja, ich habe mich richtig schön verbrannt gestern am See. Und ja, also wundert euch nicht, dass ich hier so rot bin. Ich werde in den nächsten Tagen wahrscheinlich nur Bikini-Oberteile tragen können, weil alles andere auf den Schultern einfach nur mega weh tut. Also cremt euch schön ein bei dem Wetter, wenn ihr nicht so aussehen wollt wie ich. Und die Moral von der Geschichte, vergesst die Sonnencreme nicht. Tata! Ja, meine Beine habe ich mir auch ein bisschen verbrannt, aber die gehen aber hier hinten so. Schulter, das ist so echt das Schlimmste. Fangen wir mit meinem Lesemonat an. Und zwar das erste Buch, was ich gelesen habe im Mai, war Verliere mich nicht von Laura Kneidel. Das ist der zweite und letzte Teil dieser Dilogie. Ich weiß nicht, wie die Reihe heißt. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt eine Reihenbezeichnung gibt. Ja, auf jeden Fall kann ich ja sagen, dass mir der zweite Teil besser gefallen hat wie der erste. Ich fand das Tempo im zweiten Teil einfach viel, viel besser. Ich fand, der erste Teil hat sich für mich sehr gezogen. Der war sehr langatmig, weil die Geschichte halt auch sehr, sehr lange gebraucht hat, ehe sie so richtig in Schwung gekommen ist, weil wir halt sehr viel Informationen vorweg bekommen hatten im ersten Teil und das war halt im zweiten nicht. Der zweite Teil setzt auch genau an den Punkt an, wo der erste aufhört und ja, ich kann nur sagen, dass mir der zweite Teil sehr, sehr gut gefallen hat. Ich kann euch jetzt im Inhalt so überhaupt nichts sagen, weil ich euch dann spoilern würde. Ich kann euch nur sagen, dass es immer noch um Luca und Sage geht und Luca und Sage haben im ersten Teil eine Beziehung angefangen und ich glaube, so viel kann ich euch verraten, dass das aufgrund von bestimmten Dingen nicht funktioniert hat und wir treffen die beiden hier im zweiten Teil wieder, als sie gerade getrennt sind. Die Frage hier im zweiten Teil ist, ob die beiden am Ende doch noch eine Chance haben und Sage muss sich ja auch immer noch irgendwie ihre Vergangenheit stellen, um das Thema endlich für sich lösen zu können und klären zu können und ja, das ist halt so das Grobe, worum es dann im zweiten Teil auch wieder geht. Ich kann nur sagen, dass mir der zweite Teil im Großen und Ganzen besser gefallen hat wie der erste, einfach was das Tempo betraf. Ich fand, hier war das Ganze einfach vom Tempo her viel angenehmer für mich vom Lesen. Ich hatte hier einen besseren Lesefluss, ich bin zügig durch die Seiten gekommen. Also was die Handlung betrifft, kann ich mich hier nicht beschweren. Ich fand nur das Ende ein bisschen auch hier zu einfach gelöst. Sage hatte immer ganz viele, also Sage hatte immer Angst vor diesen Konsequenzen, was passiert, wenn sie jemanden mit ihrer Vergangenheit konfrontiert. Ich will hier nicht so viel verraten, das ist wieder schwierig, ne? Und sie hatte da immer riesige Angst vor den Konsequenzen und am Ende war alles so Friede, Freude, Eierkuchen und so ihre Ängste haben sich so null bestätigt und das fand ich irgendwie ein bisschen merkwürdig, denn ich konnte ihre Ängste schon verstehen. Es war für mich auf jeden Fall alles sehr nachvollziehbar. Und ja, ich hatte hier bei dem Buch bei Sage auch manchmal das Gefühl, sie hatte einfach ein riesiges Brett vorm Kopf. An manchen Stellen habe ich mir echt gedacht, so Mädchen, was? Ah, das ist jetzt nicht dein Ernst. Du hast so ein riesengroßes Brett vorm Kopf. Das geht überhaupt nicht. Und ja, was Luca betrifft, war er mir hier streckenweise echt unsympathisch, weil er hier was gemacht hat, wo ich mir gedacht habe, oh, das findet eine Frau überhaupt nicht gut, was du da getan hast. Auch wenn es situationsbedingt okay ist, was er getan hat. Ich als Frau weiß nicht, ob ich ihm das verziehen hätte. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich ja, aber es ist so für mich schwierig in diesem Buch gewesen, diese Situation nachzuvollziehen. Ich weiß, dass es viele, viele Männer, Jungs, was auch immer gibt, die genau in dieser Situation wie Luca reagieren würden. Ich kenne das auch aus dem Freundeskreis, habe ich sowas alles schon erlebt, aber ich weiß nicht, ob ich das von meiner Seite her einfach so verzeihen könnte. Schwierige Situation. Ich kann euch leider nicht sagen, worum es geht, sonst würde ich euch spoilern, aber ja. Also was das Buch betrifft, im Großen und Ganzen hat es mir besser gefallen wie den ersten Teil. Ich fand das Buch am Ende gut aufgelöst. Wie gesagt, mir war das am Ende so ein bisschen zu einfach, was ihre Ängste betraf. Ansonsten hat mir die Geschichte gut gefallen. Ich kann immer wieder sagen, dass ich diese beiden Bücher für den Einstieg in das New Adult Genre sehr, sehr gut finde. Ich finde aber, wenn man halt schon, wie ich, sehr, sehr viele Bücher in dem Bereich gelesen hat,
kann es halt sein, dass die Geschichte sehr, sehr langweilig wird, weil es halt so eine typische New Adult-Geschichte ist, wie man sie halt schon auch oft gelesen hat. Also ich fand, die Geschichte hatte für mich jetzt halt nichts Besonderes. Ich konnte dadurch auch den Hype um dieses Buch nicht so richtig verstehen. Es ist eine richtig schöne, süße New Adult-Geschichte, aber wie gesagt, für mich, die schon sehr, sehr viel in dem Bereich gelesen hat, war es halt nicht ganz so nachvollziehbar, warum jetzt dieses Buch so einen krassen Hype ausgelöst hat, aber jeder, der noch nichts in dem Bereich gelesen hat, sollte mit diesen Büchern vielleicht anfangen, denn wie gesagt, die sind für mich ein sehr, sehr guter Einstieg in dieses Thema. Und ja, mehr kann ich dazu eigentlich auch nicht sagen, außer ich mochte den zweiten Teil, kann dieses Buch jetzt aber nicht so hypen wie viele andere. Na, verliere mich nicht, habe ich so ein bisschen die Enttäuschung des Monats gelesen, und zwar Immerwelt von Gina Showalter. Ich habe mich ja wahnsinnig auf dieses Buch gefreut. Ich habe gedacht so, oh, endlich kommt es raus, und ich habe es dann ja auch vom Verlag netterweise noch zugeschickt bekommen und durfte es lesen und rezensieren, und ich habe das Buch gelesen und hatte erstmal total die Verwirrung. Echt, die ersten 200 Seiten von dem Buch, ich war komplett verwirrt, weil ich auch hier irgendwie wieder was völlig anderes gedacht habe, was dieses Buch ist, wie das, was es war. Passiert mir irgendwie in letzter Zeit öfters, stelle ich fest. Ich habe auf jeden Fall gedacht, dass das hier so eine High-Fantasy-Geschichte ist, aber nein, es ist eine dystopische Urban-Fantasy-Geschichte, würde ich mal sagen. Und ja, dieses Buch war komplett anders als alles, was ich erwartet habe. Wir beginnen bei diesem Buch in einer Anstalt, und unsere Protagonistin ist in dieser Anstalt schon seit ungefähr einem Jahr. Und unsere Protagonistin soll in dieser Anstalt dazu bewegt werden, sich für eine Seite zu entscheiden. Denn in dieser Welt ist es ja so, es gibt zwei verschiedene Sphären, wo du nach deinem Tod hingehst. Und zwar einmal Troika und einmal Myriad. Und unsere Protagonistin Tenley ist ein Mensch, der das Schicksal entscheidet. Also da gab es eine Prophezeiung, die gesagt hat, die Seite, für die Tenley sich entscheidet, die wird siegen in diesem Krieg, die diese Sphären schon seit Jahrhunderten gegeneinander führen. Und deswegen versucht jede Seite Tenley natürlich zu sich zu ziehen. Und ja, die Eltern von ihr sind Myriad-Anhänger und haben halt gedacht, wenn sie sie in diese Anstalt stecken, dann schafft man es, dass sie sich ganz, ganz schnell für Myriad entscheidet. Aber wie gesagt, jetzt ist halt schon ein Jahr vergangen und Tenley hat sich immer noch nicht entschieden, weil sie weiß halt einfach auch nicht, für wen sie sich entscheiden soll. Welche Seite hat die richtigen Grundsätze? Welche Seite hat diese Grundsätze, mit denen sie halt auch leben kann, wenn sie aus ihrem Erstleben quasi ausscheidet und stirbt? Und ja, das ist halt auch so das Grobe, worum es in diesem Buch geht. Es geht halt in dem ersten Teil nur darum, für welche Seite entscheidet sie sich, und im zweiten Teil wird es dann darum gehen, was für Konsequenzen entstehen daraus. Und ich muss sagen, dass ich die ganze Zeit gedacht habe, es ist sehr, sehr offensichtlich, welche Seite für sie die richtige ist. Und sie wusste es hier tief drin auch, aber sie hat es einfach nicht geschafft, diese Entscheidung zu treffen. Das wurde dann mit der Zeit auch ein bisschen nervig, muss ich ehrlicherweise sagen. Und ich fand halt auch zum Ende hin diese ganzen Plot-Twists, die da noch eingebaut wurden, und diese Spannung, die versucht wurde aufzubauen, das wirkte für mich alles sehr gewollt und das kam für mich nicht richtig rüber. Und ja, also dieses Buch war nicht 100% meins. Wie gesagt, die erste Hälfte war ich nur verwirrt und in der zweiten Hälfte habe ich mich eigentlich mehr darüber aufgeregt, dass Tenley sich nicht einfach mal entscheiden kann und dass diese künstlich erzeugte Spannung auch nicht so richtig rüberkam, wie sie rüberkommen sollte. Das war halt auch nicht so 100% meins. Ich möchte trotz allem den zweiten Teil lesen. Ich möchte wissen, wie es jetzt hier weitergeht. Ich möchte wissen, was jetzt die Konsequenz aus Tenleys Entscheidung ist. Denn Tenley entscheidet sich wirklich erst mit dem letzten Wort in diesem Buch für eine Seite. Auch wenn uns als Leser schon längst bewusst ist, für welche Seite sie sich entscheidet, dauert es wirklich bis zum Ende, bevor sie diese Entscheidung auch trifft. Und ja, also wie gesagt, ich möchte auf jeden Fall wissen, wie es weitergeht. Ansonsten, was die Handlung betraf, war dieses Buch, wie gesagt, zur ersten Hälfte nur total verwirrend, und zur zweiten Hälfte habe ich mich mehr aufgeregt als alles andere. Tenley hat auch so eine Zahlenmacke, also sie tut alles mit Zahlen vergleichen und Metaphern auf Zahlen immer wieder aufgreifen, und man fragt sich die ganze Zeit, warum. Das hatte für mich überhaupt keinen Sinn, dass sie diese Zahlenmacke hat. Ich dachte, das hat doch vielleicht noch einen tieferen Grund und das hat noch irgendeine Bedeutung in der Geschichte, aber so richtig nicht wirklich, und fand ich dann auch eher merkwürdig als alles andere. Und ja, war einfach nicht so 100% mein Buch. Was das Setting betrifft, fand ich die Welt schon ganz cool. Also diese Vorstellung, dass es in unserer Welt diese zwei Sphären gibt und dass man nach seinem Tod sich quasi für eine Seite entscheiden kann und dann dort in seinem Zweitleben weiterlebt. Die Idee fand ich schon richtig, richtig toll. Wie gesagt, was das Setting betrifft, fand ich, hat man das auch gut erklärt. Ich finde, man hat auch die Sphären gut erklärt. Man konnte sich das gut vorstellen. Also ich hatte damit absolut keine Probleme.
Und ja, was den Schreibstil von Shayna Shawwater betrifft, war ich hier ein bisschen auch irritiert. Es war schon von der Art her so, wie man das von ihr gewöhnt ist, aber wie gesagt, durch diese Zahlenmacke, die Tenley hier einfach hat, war das streckenweise schon irgendwie merkwürdig. Und ich muss auch sagen, dass die Liebesgeschichte hier überhaupt nicht mein Fall war, was ich echt komisch fand, denn Shayna Shawwater schreibt so tolle Liebesgeschichten und ich fand auch die Liebesgeschichte bei Alice im Zombieland, auch wenn die total Standard war, die hat mir auch richtig gut gefallen. Ich liebe die Broken Hearts Reihe von ihr und ich liebe diese Liebesgeschichten dort und hier hat es mir einfach überhaupt nicht gefallen. Ich habe die ganze Zeit gedacht, dieser Typ, für den du dich entscheidest, was A, total offensichtlich war, für wen sie sich entscheiden wird, der ging so überhaupt gar nicht, das war so überhaupt nicht mein Fall. Und der andere Typ, für den sie sich halt nicht entscheidet, der halt mehr so für sie wie ein Bruder ist, den fand ich immer mega sympathisch. Das war so ein toller, lieber, netter Kerl. Und das andere war einfach nur so ein Standardcharakter, so der typische Bad Boy. Ich weiß nicht, wie ich das anders sagen soll. Das fand ich ein bisschen schade. Da hätte man irgendwie was anderes auch draus zaubern können, finde ich. Aber naja, gut. Also Immerwelt war nicht ganz mein Fall und war auch so die Enttäuschung des Monats für mich. Aber ich möchte trotzdem wissen, wie es weitergeht. Ich bin gespannt, was mit Tenley jetzt passiert, nachdem sie sich für eine Seite entschieden hat. Das nächste Buch ist wieder ein erotischer Liebesroman, den ich gelesen habe. Und zwar Du bist mein Verlangen von Alexa Riley. Und ich habe in meiner Rezi dazu gesagt, dass dieses Buch total verrückt ist und total unrealistisch und total an den Haaren herbeigezogen. Und aber auf der anderen Seite wieder total niedlich ist. Also man schwankt beim Lesen immer zwischen, oh mein Gott, das ist total verrückt und das ist total weird und total unwirklich und oh, ist das süß, das ist schon irgendwie niedlich. Ich hatte hier beim Lesen total die zwiespältigen Gefühle zwischen so, oh mein Gott, ist dieser Typ krank und auch ist das niedlich, was der macht. Das war so wirklich so hin und her. In diesem Buch geht es um Mallory und Mallory ist ein Waisenmädchen und Mallory hat es geschafft, an ein Stipendium zu kommen und ist nach Yale gegangen. Und nachdem sie bei Yale ihren Abschluss gemacht hat, hat sie es geschafft, einen Praktikumsplatz bei einer der größten Firmen zu bekommen, die es in Amerika gibt, nämlich der Osborne Corp. Und Mallory weiß nicht, warum sie eigentlich dieses Glück hat und freut sich aber, dass sie diese Chance bekommen hat und dass sie ergreifen konnte, denn sie hätte halt nicht gedacht, dass sie als Waisenkind überhaupt es jemals so weit bringen könnte. Und was Mallory halt nicht weiß, sie hat einen Stalker quasi seit ihrem 17. Lebensjahr. Und dieser Stalker ist Miles. Und Miles hat alles in den letzten Jahren getan, um sie glücklich zu machen und hat halt ihr auch alles möglich gemacht. Jetzt ist es für Miles halt an der Zeit, sich ihr gegenüber zu offenbaren. Also er möchte sie jetzt richtig kennenlernen. Er möchte Mallory als Mensch kennenlernen und er möchte jetzt auch endlich persönlich gegenübertreten. Natürlich darf sie nicht wissen, was er alles getan hat und dass er sie seit 5 Jahren quasi stalken tut. Und ja, die Frage stellt sich in diesem Buch, was passiert mit den beiden, wenn vielleicht doch herauskommt, was er alles getan hat? Und ja, mehr kann ich jetzt zum Inhalt auch nicht sagen. Und ich kann nur sagen, wie gesagt, dieses Buch war total verrückt. Also Miles ist vom Charakter her einfach nur total bekloppt. Aber das Gute ist, er weiß es. Also Miles ist eigentlich ein ganz normaler Typ, der eigentlich auch völlig normal ist. Nur er hat Mallory gegenüber diese Obsession entwickelt. Und er weiß selber nicht, warum das so ist. Er kann auch nichts dagegen tun. Er handelt, wenn es um sie geht, immer total irrational und total impulsiv und er möchte halt, wie gesagt, einfach nur das Beste für sie. Er hat sie halt damals gesehen, hat sich sofort in sie verliebt, was man auch nicht so hundertprozentig nachvollziehen kann, aber na gut, ist halt so und hat halt jetzt alles für sie getan, um sie glücklich zu machen und ihr den bestmöglichen Weg im Leben zu bereiten. Und ja, also dieser Typ ist einfach nur total bekloppt, aber das Gute ist, er weiß es, dass er das bei ihr halt ist und er kann halt einfach nichts dagegen tun. Und dadurch, dass er das weiß und eigentlich sonst völlig normal ist, ist das schon irgendwie niedlich, was sich total verrückt jetzt anhört, aber es ist schon irgendwie niedlich. Und es ist auch irgendwie niedlich, was er für sie alles tut, auch wenn es total verrückt ist. Also ich kann das nicht anders beschreiben. Ich fand dieses Buch sehr, sehr unterhaltsam. Es war natürlich total überzogen, total unrealistisch und wie gesagt, es ist auch total verrückt. Und mich hat dieses Buch trotzdem total gut unterhalten, auch wenn ich den erotischen Anteil hier in diesem Buch richtig hoch fand. Und ich konnte auch Mallorys Reaktion teilweise einfach nicht nachvollziehen, denn sie sieht Miles und ist quasi sofort scharf auf ihn und steigt quasi sofort mit ihm in die Kiste, obwohl sie eigentlich noch Jungfrau ist. Und sowas verstehe ich immer nicht. Immer diese Jungfrauen, die dann diesen Typen sehen und sofort mit ihm in die Kiste gehen. Also das kann ich ja bei vielen Büchern nicht so nachvollziehen. Konnte ich auch bei diesem Buch nicht, aber es ist halt ein erotischer Liebesroman. Und wie gesagt, der erotische Anteil hier ist schon sehr, sehr hoch. Und ja,
Ich kann nur sagen, Du bist mein Verlangen hat mich wirklich gut unterhalten. Ich habe auch oftmals den Kopf geschüttelt, aber ich fand es halt auch oftmals einfach nur niedlich, was er getan hat. Ja, was die Charaktere betrifft, wie gesagt, fand ich Mallory eigentlich schon als Protagonistin in diesem Buch ganz nett. Also ich konnte mich schon in ihre Situation gut hineinversetzen. Ich habe halt ihre Reaktionen teilweise einfach nicht verstanden, weil ich da definitiv anders reagiert hätte wie sie. Aber na gut, das ist halt so. Was Miles betrifft, wie gesagt, dadurch, dass er ja weiß, dass er, was sie betrifft, einfach so eine irrationale Obsession hat, ist er auch schon sehr sympathisch. Denn wie gesagt, er ist eigentlich ein ganz normaler Typ, hat aber halt nur diese Macke, was sie betrifft. Und ja, auch die Nebencharaktere fand ich gut. Das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Mir hat es auch gut gefallen, was da am Ende noch alles passiert ist und was da noch aufgedeckt wurde und was da rauskam. Da hat die Autorin sich auf jeden Fall schon was Gutes einfallen lassen. Und ja, was das Setting betrifft, wir befinden uns hier in New York. Und ich liebe New York als Setting. Ich glaube, ich brauche dazu nichts mehr sagen. Hat mir sehr gut gefallen. Ich konnte mir das Ganze auch sehr, sehr gut vorstellen, was die Autorin hier so beschrieben hat. Was sie betrifft, haben wir hier wieder typisch für einen Erotikroman einen lockeren, einfachen, sexy Schreibstil. Und ja, Hier waren Wörter drinne für die Bezeichnung von Genitalien, die ich jetzt so nicht verwenden würde, wo ich das auch ein bisschen gruselig fand, wo ich gedacht habe, so, aber das habe ich dann einfach überblättert. Das war dann nicht so meins. Also was die erotischen Szenen betrifft, die Beschreibungen waren auch nicht ganz so meins. Die waren jetzt nicht so ansprechend für mich, habe ich dann meistens überblättert. Aber im Großen und Ganzen war das Buch schon irgendwie niedlich und witzig und total unrealistisch und verrückt halt. Aber hat mich gut unterhalten auf jeden Fall. Wenn ihr solche Geschichten mögt, dann schaut euch Du bist mein Verlangen auf jeden Fall an. Dann habe ich im Mai auch endlich Wolkenschloss von Kerstin Gier gelesen. Ich habe ja das Buch zum Geburtstag mitgeschenkt bekommen von der lieben Maria und das stand jetzt hier ewig rum. Und Annika meinte so, oh, ich habe jetzt voll Bock auf die Geschichte. Und ich so, oh, kann ich mitlesen? Und dann haben wir es zusammen gelesen. Hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir haben auch ein gutes Tempo gehabt, das Buch zu lesen. Und ja, ich kann nur sagen, dass Wolkenschloss mir richtig gut gefallen hat und dass dieses Buch für mich genau zur richtigen Zeit kam. Denn es war eine Geschichte, die recht neutral ist. Also ich hatte jetzt keine Lust schon wieder auf High Fantasy oder auf Urban Fantasy oder auf Dystopie oder auf so einen richtigen Erotikroman. Ich brauchte einfach mal was anderes und da war das Buch genau das Richtige. Denn dieses Buch ist keine Fantasy-Geschichte, es ist einfach ein Jugendroman und es ist so ein bisschen in die Krimi-Richtung, würde ich sagen, geht es zum Ende hin auf jeden Fall schon mit. Und Kerstin hier schreibt halt einfach ganz, ganz toll und sie schreibt tolle Charaktere und sie schreibt auch witzige Charaktere. Und ich finde die Geschichte rund um das Wolkenschloss einfach süß. Mich hat es sehr, sehr gut unterhalten. Ich mochte das Buch. Viele fanden es sehr langweilig, was ich einerseits verstehen kann, da die Geschichte wirklich erst ganz, ganz zum Ende richtig in Fahrt kommt und richtig Spannung aufbaut. Und deswegen kann ich schon verstehen, wenn man das als langweilig empfunden hat. Mir ging es überhaupt nicht so. Ich fand es richtig, richtig toll. Im Wolkenschloss geht es ja um Fanny und Fanny ist Jahrespraktikantin im Wolkenschloss. Ich habe den richtigen Namen des Hotels vergessen. Ich kann euch nicht mal sagen, wie das heißt, aber es wird halt von allen immer nur das Wolkenschloss genannt. Und wir begleiten dann im Prinzip Fanny als Jahrespraktikantin in dem Hotel und erfahren halt, was sie alles so erlebt. Und es passiert dann etwas auf dem Silvesterball und was da auf diesem Silvesterball passiert, das ist es, worum es in diesem Buch schlussendlich geht. Und Fanny steckt dann quasi mittendrin in Ereignissen, die sie nicht mehr aufhalten kann. Und ja, mehr kann ich dazu eigentlich auch nicht sagen. Ich fand die Geschichte, wie gesagt, richtig, richtig toll. Ich mochte den Humor von Kerstin Gier. Ich fand das Wolkenschloss richtig schön. Auch wenn mir an manchen Stellen so ein bisschen die Beschreibung zum Wolkenschloss gefehlt hat. Ich hatte auch in manchen Szenen so ein bisschen Probleme, mir das Ganze vorzustellen. So rein vom von den Räumlichkeiten her. Ne? Also wenn man Fanny begleitet hat, sie stand dann in der Lobby an irgendeiner Stelle, konnte ich mir jetzt nicht vorstellen, wo sie genau steht, wo sie halt so da drauf blicken kann. Da hatte ich so ein bisschen meine Schwierigkeiten mit, also mit den Szenenbeschreibungen. Aber ansonsten fand ich das Buch einfach richtig toll. Tolle Charaktere, ein tolles Setting, ein toller Schreibstil. Und ja, wie gesagt, was die Handlung betrifft, die ist halt sehr ruhig und wird halt wirklich zum Ende hin erstmal richtig spannend. Aber ich mochte es sehr. Ich kann euch das Buch nur empfehlen, wenn ihr Lust auf einen Jugendroman habt, der ein bisschen ruhiger ist von der Erzählweise her, der witzig ist von der Erzählweise her und der zum Ende hin wirklich richtig spannend wird, dann schaut euch Wolkenschloss auf jeden Fall an. Ich mochte es sehr und kann es euch, was das betrifft, wirklich nur empfehlen. Kommen wir jetzt zu dem Buch, was ich abgebrochen habe im Mai. Und zwar war das dieses Buch hier, Alles begehren von Ruth Jones. Ich habe dieses Buch ja im Dezember vom Verlag einfach zugeschickt bekommen schon und
habe dann bis jetzt gewartet, es zu lesen, weil es jetzt im Mai erst erschienen ist. Und ja, habe es angefangen und was soll ich sagen, es war überhaupt nicht mein Buch. Alles Begehren konnte mich leider von der Handlung her überhaupt nicht überzeugen. Ich mochte die Charaktere nicht, die waren mir sowas von unsympathisch. Ich fand das Setting irgendwie war überhaupt nicht meins, der Schreibstil war überhaupt nicht meins. Diese ganzen Ansichtenwechsel in den Kapiteln und diese 100 Sichtweisen, die man da gefühlt liest, das war so alles überhaupt nicht meins. Und auch wie gesagt, die Geschichte hat mich so null interessiert und die Charaktere waren mir mehr unsympathisch als alles andere. Also ich habe dann bis Seite 140, glaube ich, habe ich es gelesen und habe dann gesagt, ne, ganz ehrlich, ich verschwende meine Zeit ja nicht mehr weiter für dieses Buch. Es war einfach nicht meine Geschichte. Es tut mir sehr, sehr leid. Ich hätte es gerne gemocht und ich hätte es auch gerne gelesen. Aber ich habe dann mir das Ende von dem Buch angeguckt und habe gedacht, ne, Gott sei Dank hast du es abgebrochen. Das wäre definitiv nicht deine Geschichte gewesen. Und ja, mehr kann ich dazu auch nicht sagen, außer war nicht mein Buch. Dann habe ich im Mai noch ein Buch gelesen von meiner Queen, von Jennifer Armentrout. Und zwar Und wenn es kein Morgen gibt. Und wenn es kein Morgen gibt, ist ein Jugendroman, der so in die Richtung Morgen lebe ich dich für immer geht. Es ist in diesem Buch so, dass hier ein bisschen eine ernstere Thematik behandelt wird. Es gibt keine Erotik in diesem Buch, denn wie gesagt, es ist ein Jugendroman, was ich aber überhaupt nicht schlimm fand. Ich muss sagen, mir hat die Geschichte richtig, richtig gut gefallen. Ich fand dieses ernstere Thema richtig toll gewählt, denn es geht hier um Jugendliche, um Partys, um Alkohol am Steuer und was passieren kann, wenn man halt nicht aufpasst und wie schnell es halt gehen kann, dass ein Unfall passiert und was die Konsequenzen daraus sind und was für Konsequenzen und mit was für Konsequenzen man halt leben muss. Denn unsere Protagonistin Lena passiert genau das. Sie möchte von einer Party nach Hause und fährt mit ihren Freunden zurück. Und sie weiß, dass der Fahrer schon etwas getrunken hat, unternimmt aber nichts da dagegen. Und sie hat zwar angeboten, selber zu fahren, aber er hat gesagt, nee, komm, läuft alles noch, ich kann noch fahren. Und ja, sie lässt sich dann halt von ihrer Freundin überreden, einfach einzusteigen und Hauptsache sie kommt nach Hause. Ja, und auf dem Heimweg hat sie einen Unfall und dieser Unfall ist richtig, richtig krass und es ist auch richtig krass, was da passiert und Lena versucht jetzt halt mit den Konsequenzen daraus klarzukommen und versucht halt da weiterzuleben und da einfach weiterzumachen, was aber gar nicht so einfach ist und das ist es halt, worum es in diesem Buch geht. Wir begleiten Lena, die versucht, zurück in ihr Leben zu finden, zurück in ihren Alltag zu finden und sich diesen Vorwürfen und sich diesen Selbstvorwürfen, die sie sich ja macht, zu stellen. Und ich fand, das hat Jennifer Armentrout ganz, ganz toll rübergebracht. Ich habe das Buch richtig gerne gelesen. Ich habe es auch wahnsinnig schnell gelesen. Ich fand die Charaktere einfach so richtig toll in diesem Buch. Ich fand Sebastian so, so toll. Sebastian hat sie super aufgefangen. Er hat super reagiert in diesen ganzen Situationen. Er ist super mit ihr umgegangen und das hat einfach mega viel Spaß gemacht für mich, das Ganze zu lesen. Und ich fand auch Lena als Protagonistin ganz, ganz toll, nämlich gut in sie hineinversetzen. Ich konnte ihre Ängste und Zweifel verstehen. Ich konnte ihre Selbstvorwürfe verstehen. Ich glaube, jeder hätte sich diese Vorwürfe gemacht bei dem, was da passiert ist. Und es war einfach eine ganz, ganz tolle Geschichte, die wirklich einem nahe geht, wo einem das Herz berührt wird. Und ich fand es ganz, ganz toll. Ich muss sagen, von der Thematik her war Und morgen liebe ich dich für immer schon noch ein bisschen tiefgründiger auf jeden Fall. Denn die Thematik bei Und morgen liebe ich dich für immer war ja schon noch ein ganzes Tacken krasser, sag ich mal. Aber ich fand es einfach gut, weil dieses Buch halt eine Situation beschreibt, die jedem von uns passieren kann, die unseren Kindern passieren kann, die unseren Freunden passieren kann. Und das sind Situationen, die man beeinflussen kann und die man verhindern kann. Und ich finde es gut, dass Jennifer Armentrout das als Jugendbuch rausgebracht hat. Denn gerade Jugendliche, die doch schon noch leichtsinniger sind wie wir Erwachsene, sag ich mal, sollten da nochmal aufgezeigt kriegen, wie schnell sowas passieren kann und wie schnell es gehen kann, dass das Leben auch vorbei ist. Und ja, ich fand das Buch richtig gut. Ich liebe die Charaktere, ich fand die Handlung gut, ich fand das Setting toll. Der Schreibstil hat mir auch richtig gut gefallen. Der Schreibstil bei diesem Buch und auch bei Und morgen liebe ich dich für immer ist schon ein anderer, wie in ihren anderen Büchern. Man merkt, dass sie hier schon gefühlvoller auch versucht, in die Thematik reinzugehen. Also Jennifer Armentrout schreibt ja ansonsten immer sehr actionreich und sehr, sehr sexy und sehr, sehr vorlaut. Und ihre Charaktere sind ja auch immer recht tough. Und das ist halt bei diesem Buch und bei Und morgen liebe ich dich für immer eben gar nicht der Fall. Da hat sie mal was komplett anderes gemacht und das fand ich so toll. Das hat mir so, so gut gefallen und ja, ich fand das Buch einfach ganz, ganz toll. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Wenn ihr mal ein Jugendbuch mit einer bisschen ernsteren Thematik lesen wollt, dann schaut euch Und wenn es keinen Morgen gibt, auf jeden Fall an. Ich liebe, liebe, liebe es und kann es euch, was das betrifft, wirklich nur empfehlen.
Das nächste Buch, was ich euch zeigen möchte, hat mir die liebe Annika empfohlen. Sie hat sich das als Hörbücher runtergeladen und hat gesagt, das ist so toll, das musst du lesen und schau es dir unbedingt an. Und das habe ich getan und habe Alles, was du suchst von Mary Force gelesen. Und das ist der erste Teil der Green Mountain Serie. Und was soll ich sagen, mir hat dieses Buch richtig, richtig, richtig gut gefallen. Ich möchte die Reihe auf jeden Fall weiterlesen. Ich muss mal gucken, dass ich mir die weiteren Teile dann so nach und nach jetzt immer mal mit kaufe. Und ja. Ich fand es einfach richtig toll. Ich fand das Feeling in diesem Buch wieder ganz, ganz toll. Ich habe euch ja erzählt, dass ich Diamonds for Love ganz, ganz toll fand. Ganz einfach, weil diese Familie so toll ist. Dieses ganze familiäre Umfeld und wie die alle miteinander umgegangen sind, das hat mir da so mega gut gefallen. Und genau so war es bei diesem Buch hier auch. Die Familie Abbott ist auch eine Großfamilie mit 9 Kindern und es geht in dieser Reihe jetzt nicht um jedes dieser Kinder, aber es geht um diese komplette Familie in dieser Reihe und das fand ich ganz, ganz toll, denn diese Familie ist auch einfach nur so, oh, das ist so eine richtig schöne Bilderbuchfamilie, wo man gerne ein Teil davon wäre. Und diese Familie wohnt halt in Vermont und das Setting ist auch ganz, ganz toll in dem Buch und ach ja, ich liebe, liebe, liebe dieses Buch einfach. Es war richtig toll. Es ist eine wirklich ganz tolle Geschichte zum Entspannen. Es ist eine niedliche, süße, erotische Liebesgeschichte. Und ja, ich kann euch, was das betrifft, dieses Buch nur empfehlen. Im ersten Teil lernen wir Cameron kennen. Und Cameron ist Webdesignerin aus New York und wurde jetzt von ihrem Vater quasi beauftragt, nach Vermont zu fahren, um halt für die Familie Abbott eine Webseite zu bauen. Denn der Vater von Cameron ist mit dem Vater der Familie Abbott quasi zusammen aufs College gegangen und hat jetzt halt gesagt, Mensch, wenn du eine Webseite baust, ich schicke dir meine Tochter, die macht das ganz, ganz toll und die baut dir eine coole Website. Und ja, so macht sich Cameron auf den Weg nach Vermont und sie als Großstadtmädchen kann mit so Kleinstadt, idyllischer Landschaft so überhaupt nichts anfangen und allein ihre Ankunft in Vermont ist schon mega lustig. Und ja, sie trifft halt am Tag ihrer Ankunft auch gleich auf Will und Will rettet sie dann quasi auch aus dieser Situation. Und Cameron merkt sofort, dass Will etwas ganz Besonderes ist und er ist aber auch sehr, sehr störrisch und sehr, sehr hitzköpfig und bei den beiden knistert es natürlich ganz schön, aber sie ecken halt auch sehr oft aneinander. Und als Cameron erfährt, dass die halbe Familie quasi gegen diese Webseite ist, hat sie schon mal überhaupt keinen Bock mehr, aber sie braucht halt das Geld von diesem Auftrag und muss jetzt natürlich diese Familie davon überzeugen, dass sie diese Webseite braucht und dass sie Cameron braucht. Und Cameron hat natürlich immer noch Will im Nacken und das macht das Ganze nicht einfacher für sie. Und ja, ob sie es halt schafft, diesen Auftrag an Land zu ziehen und ob sie es schafft, mit Will umzugehen und was zwischen den beiden alles noch passiert, das ist es halt, worum es in diesem Buch im Großen und Ganzen geht. Und ich kann nur sagen, wie gesagt, dass mir das Buch richtig gut gefallen hat. Ich mochte die Dynamik zwischen Cameron und Will sehr. War richtig cool, das zu lesen. Und die beiden verlieben sich auch sehr, sehr schnell ineinander. Ich glaube, das spoil ich euch nicht, wenn ich euch das sage, denn das ist offensichtlich, denn das ist eine Liebesgeschichte. So, da ist mir gerade mal wieder der Akku abgeschmiert. Wo war ich denn jetzt? Ich glaube, ich war gerade dabei zu sagen, dass die beiden sich sehr schnell ineinander verlieben und halt auch nicht viel Zeit miteinander haben und halt versuchen, die Zeit, die sie miteinander haben, zu nutzen, um halt auch herauszufinden, was das zwischen ihnen jetzt genau ist und ob das denn eine Zukunft haben könnte. Und ja, das ist es halt auch, worum es in diesem Buch schlussendlich mitgeht. Es geht um die Beziehung zwischen Will und Cameron und natürlich darum, ob Cameron es schafft, die Familie von diesem Webseitenauftrag zu überzeugen. Und ich kann nur sagen, dass mir das Buch richtig gut gefallen hat. Es ist so eine klischeehafte, kitschige, schmalzige Liebesgeschichte. Aber ich finde sie ganz, ganz toll erzählt und ich mochte die ganze Art und Weise in diesem Buch. Es war natürlich sehr, sehr kitschig streckenweise, aber ich habe es sehr, sehr genossen, dieses Buch zu lesen. Und ich kann es euch, was das betrifft, wirklich nur empfehlen. Ich mochte es sehr und werde auf jeden Fall die Reihe weiterlesen, so viel kann ich euch sagen und ja, schaut sie euch an, wenn ihr solche Geschichten mögt. So, zwei Bücher haben wir noch und zwar einmal Die letzte erste Nacht von Bianca Josiboni. Da ist ja mein Video die Woche erst online gegangen dazu. Die letzte erste Nacht hat mir auch wieder richtig gut gefallen. Ich fand die Geschichte wieder ganz, ganz toll, auch wenn dieses Buch jetzt für mich der schwächste Teil der Reihe ist. Liebe ich die Geschichte doch sehr. Mein großes Problem war halt, ich fand, die Geschichte hat sehr, sehr lange gebraucht, ehe sie so richtig in Schwung gekommen ist. So bis über die Hälfte danach, aber war sie richtig toll und war sie auch sehr, sehr präsent und war sie auch sehr, sehr spannend. Und man hat die ganze Zeit nur gedacht, so, was steckt jetzt bitte da dahinter? Was ist hier los? Was? Ah, ich möchte jetzt einfach nur wissen, was da genau abgeht. Denn es ist so, dass
Tate und Trevor nicht wirklich Freunde sind. Sie kennen sich jetzt schon seit 2 Jahren und sind quasi in der gleichen Clique, aber sie sind nicht so richtig Freunde. Aber Trevor kümmert sich immer um Tate und hat ihr gegenüber einen ganz, ganz starken Beschützerinstinkt, wo sie halt auch nicht weiß, wieso, weshalb, warum das so ist. Und Tate versucht auch immer noch herauszufinden, was mit ihrem Bruder geschehen ist, der vor ein paar Jahren gestorben ist. Und wir erfahren im Laufe der Geschichte, dass Trevor weiß, was mit ihm passiert ist und dass er wahrscheinlich auch was damit zu tun hat. Und wir erfahren dann halt so stückchenweise in der Geschichte, was genau los ist. Und es dauert aber halt, wie gesagt, bis die Geschichte in Schwung kommt. Und man stellt sich dann natürlich in dieser Geschichte die Frage, was ist jetzt genau passiert und haben die beiden trotz allem noch eine Chance? Und wie gesagt, ich kann nur sagen, dass mir das Buch im Großen und Ganzen sehr, sehr gut gefallen hat. Ich mochte es sehr, ich mochte die Charaktere, ich mochte das Setting, ich mochte das Feeling, ich mochte den Schreibstil. Aber die Handlung hat halt schon eine ganze Weile gebraucht, ehe sie so richtig in Schwung gekommen ist. Und deswegen ist das für mich halt einfach der schwächste Teil der Reihe, auch wenn es halt immer noch ein sehr, sehr gutes Buch ist. Ich fand die Geschichte richtig toll und ja, mehr kann ich dazu eigentlich auch nicht sagen, denn wie gesagt, Video ist die Woche ist online gegangen und dann schaut einfach da nochmal rein, wenn ihr mehr wissen wollt. So, damit wären wir beim letzten Buch und ich bin auch echt fertig jetzt. Es ist einfach so mega warm bei uns. Und ich bin so fertig und mir tut der Rücken weh und es brennt alles und ich möchte einfach nur noch gerne jetzt hier fertig werden. Es tut mir so leid, dass ich heute so ein bisschen ganger bin im Kopf, aber es tut einfach halt alles höllisch weh da hinten. Und ja, kommen wir mal zum letzten Buch, was ich euch noch zeigen möchte. Da geht das Video dann wahrscheinlich nächste Woche online. Und zwar habe ich im Mai noch mitgelesen Size von Neil Schusterman. Das ist der erste Teil, Die Hüter des Todes. Den zweiten Teil habe ich jetzt im Juni schon gelesen. Ihr kriegt dann auf jeden Fall eine Buchvorstellung zum ersten und zum zweiten Teil. Oh Gott, es hängt schon. Ja, ich kann nur sagen, dass Size mir richtig gut gefallen hat, definitiv ein Jahreshighlight für mich ist. Und ich liebe diese Geschichte. Diese Geschichte ist einfach so mega gut. Was Neil Schusterman sich hier ausgedacht hat, ist einfach nur der Wahnsinn. Der Wahnsinn, der Wahnsinn, der Wahnsinn. Size spielt in einer utopischen Welt. Also die Menschheit hat es geschafft, den Tod zu besiegen, Krankheiten zu besiegen. Und es gibt auch keine Regierung mehr, sondern es gibt jetzt nur noch den Thunderhead. Und der Thunderhead hat sich entwickelt aus der Cloud. Und der Thunderhead ist quasi die große Wesenseinheit, die sich jetzt um die Menschheit kümmert. Und ein Auftrag besteht halt quasi darin, alles für den Menschen zu tun und besser zu machen und sich halt um die Menschheit zu kümmern. Und das macht der Thunderhead auch. Aber es ist halt so, dass die Menschheit damals gedacht hat, wo sie den Tod schlussendlich besiegt hat, dass es ja trotzdem nicht so sein kann, dass jeder ewig leben kann und dass es Tote geben muss. Denn wegen der Überbevölkerung dürfte es ja sonst keine Nachkommen mehr geben. Und deswegen hat die Menschheit das Size-Tum ins Leben gerufen. Und Size sind quasi die Hüter des Todes. Und Size tun quasi Menschen nachlesen. Das heißt, sie bringen Menschen um, auf gut Deutsch. Und ein Size muss bestimmten Grundsätzen folgen. Und ein Size darf nicht willkürlich töten, sondern muss immer sich ganz zufällig ein Opfer aussuchen. Und es ist aber trotz allem noch so, dass die prozentuale Rate der Menschen, die nachgelesen wird, so gering ist, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es dich trifft, 1 zu keine Ahnung wie viel Millionen, Milliarden steht. Und ja, wir lernen in diesem Buch Citra Terra Nova kennen und Rowan Damish, glaube ich, hieß er mit Nachnamen. Beide werden halt ausgewählt, Size zu werden. Und beide sind da sehr, sehr zwiegespaltener Meinung, denn einerseits heißt es, wenn sie Size werden, dass ihre Familie, so lange wie sie leben, Immunität genießt. Das heißt, sie werden nicht nachgelesen und werden halt nicht getötet. Und andererseits heißt es natürlich, ein Leben zu führen abseits aller anderen Menschen, denn Size werden in der Gesellschaft natürlich schon kritisch bedacht, denn jeder Mensch hat Angst vor ihnen, denn jeder Mensch hat Angst, wenn er einem Size begegnet, nachgelesen zu werden. Denn wie gesagt, Size dürfen immer und überall Menschen auserwählen und nachlesen und jeder Size macht das auf seine ganz eigene Art und Weise und deswegen fürchten die Menschen natürlich die Size und gehen dem Ganzen aus dem Weg. Und das heißt, wenn man Size wird, entscheidet man sich für ein Leben quasi so ein bisschen in Isolation und abgeschieden. Dann kommen ja noch diese Grundsätze da dazu, nach denen man leben muss. Und die einzuhalten ist, glaube ich, auch schon sehr, sehr schwierig, denn man führt dadurch ein sehr entbehrliches Leben. Und ja, deswegen sind die beiden so zwiegespalten, ob sie denn Size werden wollen oder nicht, treten dann aber halt diese Lehre an und was die beiden während ihrer Ausbildungszeit dort erleben und was quasi alles im Hintergrund noch für Intrigen gesponnen werden. Das ist es halt so im Groben, worum es im ersten Teil geht.
Ich kann nur, wie gesagt, sagen, dass Nils Schustermann hier eine wahnsinnig tolle Welt erschaffen hat. Und dass ich mich wirklich mit der Frage beschäftigt habe, was passiert mit der Menschheit, wenn sie alles erreicht hat? Wenn es nichts mehr zu forschen gibt, wenn der Tod besiegt wurde, wenn es keine Schmerzen mehr gibt, die der Mensch erleiden muss, wenn es wirklich alles gibt, was passiert dann mit der Menschheit? Und ich finde, Nils Schustermann hat das hier ganz, ganz toll aufgegriffen und hat eine ganz, ganz tolle Welt erschaffen. Und diese Sais, die in dieser Welt ja quasi die Bösen sind, tun ja eigentlich nur was Gutes für die Menschheit und für die Erde. Das ist schon ein wirklich ganz, ganz toller Ansatz in dieser Geschichte. Und mehr dazu erfahrt ihr dann in meiner Rezita dazu, sonst wird es jetzt ja wieder viel zu viel und viel zu lang. Falls ihr euch jetzt fragt, warum der Thunderhead nicht die Leute einfach willkürlich nachlesen soll, denn das kann er natürlich. Das hat verschiedene Hintergründe. Zum einen soll der Thunderhead das sein, wo die Menschen Vertrauen zu haben, der die Menschheit ja beschützen soll. Und du kannst kein Vertrauen zu einem Wesen quasi haben, was auch gleichzeitig andere Menschen tötet. Und zum anderen ist das Nachlesen von Menschen eine Sache, die schon ein sehr emotionales, die schon einen sehr emotionalen Hintergrund hat, und das sollte man nicht einer Maschine überlassen, sondern schon noch anderen Menschen. Und deswegen hat man halt gesagt, man trennt dieses Sais-Tum komplett vom Thunderhead, und diese zwei Einheiten dürfen auch quasi nicht miteinander kommunizieren und sie dürfen nichts miteinander zu tun haben, was für den weiteren Verlauf der Geschichte wirklich sehr, sehr wichtig ist. Dazu komme ich dann aber in meinem Video nochmal. Ich kann nur sagen, dass Sais wirklich ein geniales Buch ist. Lest es. Es ist wirklich richtig gut. Ich habe es geliebt. Ich liebe dieses Buch, ich liebe die Geschichte, ich liebe die Welt. Es ist wahnsinnig toll, was Nils Schustermann hier erschaffen hat, und ich freue mich sowas von auf den dritten Teil. Und schaut auf jeden Fall nächste Woche nochmal in meinem Video vorbei, was dazu online kommt, und da erfahrt ihr dann auf jeden Fall mehr. Und ich kann nur sagen, definitiv ein Jahreshighlight. So ihr Lieben, das war ja mein Lesemonat vom Mai. Wie gesagt, im Mai habe ich insgesamt 8 Bücher gelesen und 1 abgebrochen. War jetzt nicht ganz so viel wie in den letzten Monaten, aber für mich immer noch richtig gut. Und ja, wie immer gilt, wenn ihr eins von den Büchern kennt und schon gelesen habt, schreibt mir eure Meinung gerne dazu unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche, und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss. Und ich gehe jetzt meine Verbrennungen kühlen. Bis dann.